wo es um eine wirklich beeindruckende Krankenakte geht. Schwere Herzfehler, Epilepsie, Ellbogendysplasie. Und der Patient ist gerade mal 6 Jahre alt und sieht, wie Sie hier sehen, aus wie ein ganzer Kerl. Hat fast mein Kampfgewicht. Bero ist das, der hat schon Tierarztkosten in seinem Leben verursacht. Da könnte man im Grunde auch einen Kleinwagen für kaufen. Er ist ein reinrassiger Neufundländer. Und genau das ist bei der Sache das Problem. Denn seine Leiden sind die Folge von Überzüchtung, von Qualzucht, wie Kritiker das nennen. Gezüchtet wird nämlich häufig nach dem Motto Rasse statt Klasse und nach Kriterien, die angeblich gefragt sind, auch wenn die Tiere an den Folgen ein Leben lang leiden. So wie Bero oder wie die Mopsdame Emma, die Philipp Hampel und Clemens Adelmeid besucht haben. Ja, du bist ein guter. Mops Emma ist schwer krank. Und das hört man auch. Man hört so viel über Qualzucht und so viel über die Tiertransporte und über Welpenhandel im Ausland und die Kofferraumhunde. Und da denkt man sich, gut, man ist nicht so blauäugig, man ist nicht so blöd. Und man geht zu einem seriösen, wirkenden Züchter und kauft sich da einen Hund. Und da geht man halt eigentlich nicht davon aus, dass man da ein krankes Tier erwirbt. Laut Ahnenpass der angeblich seriösen Züchterin sollen Emmas Eltern gesund sein und haben ihr trotzdem Krankheiten vererbt. Die Kniescheiben können Emma jederzeit herausspringen. Teile ihrer Wirbelsäule sind degenerativ erkrankt und dann noch die schwere Atemnot. Aurelia Hofmann wollte einen gesunden Mops, als sie Emma vor 2 Jahren kaufte. 1400 Euro habe ich für die Emma bezahlt. Für dann den kranken Mops ist es viel Geld. Und es kostet noch viel mehr. Zu den 1400 Euro kommen jetzt die ganzen Behandlungskosten. 900 Euro waren für die erste OP fällig. Weitere werden folgen. Emma geht zur Physiotherapie. Massagen und Aquawalking kosten pro Stunde auch jedes Mal 40 Euro. Doch die Krankenschwester verzichtet lieber auf Urlaub, um die Rechnungen bezahlen zu können. Vor was ich Angst habe? Dass wir unsere Emma nicht so lange haben, wie wir es uns gewünscht haben. Das ist mit Sicherheit auch ein Thema für die Qualzucht. Dass diese Qualen den Menschen auch erspart bleiben. Möpse wie Emma behandelt Tierarzt Dr. Ralf Unner fast täglich. Neben den Problemen an der Wirbelsäule und den Gelenken leiden die kurznasigen Rassen vor allem an Atemnot. Das liegt daran, dass die Züchter ihnen die Nase weggezüchtet haben. Mit verheerenden Folgen. Ja, und hier haben wir gar keine Nase ausgebildet. Hier fehlt schlicht etwas. Mit den Konsequenzen, dass die Tiere zunächst mal keine Nase haben. Das heißt, sie kriegen extrem schlecht Luft. Dann muss man verstehen, dass diese Nasen eine Kühlfunktion haben. Und zwar ist das die Hauptkühlung des Hundes. Das heißt, wenn wir hier in die gesunde Nase mal reingucken, dann sehen wir dieses feine Geäst von Knochen. Das ist innen ausgekleidet beim lebenden Hund mit Schleimhaut. Und über diese Schleimhaut kann der Hund Verdunstungskälte erzeugen. Wenn man diese Nase nicht hat, hat man auch diese Schleimhaut nicht, kann man auch keine Verdunstungskälte erzeugen. Das heißt, klassischerweise im Sommer kann das dann bis zu einem lebensgefährlichen Problem werden. Emma sieht aus, wie alle Möpse aussehen. Das liegt daran, dass es sogenannte Rassestandards gibt. Die haben die Zuchtvereine und der VDH entwickelt, der Verband für das deutsche Hundewesen. In diesen Katalogen wird vorgegeben, wie die Hunde jeder einzelnen Rasse auszusehen haben. An die Konsequenzen hat man lange nicht gedacht. Tierarzt Unner fordert deswegen Gutachten, die aufzeigen, wie ein gesunder Hund aussehen muss. Und da kommen wir natürlich zu völlig anderen Ergebnissen als das, was irgendwelche fachfremden Zuchtwarte vom VDH sich in ihrem Hinterstübchen ausgedacht haben, weil sie dann meinen, der Mops sollte eine kompakte Körperform haben oder so ein Unfug. Also möglichst viel Organe auf möglichst wenig Raum zusammenpressen. Das ist ja von vornherein eine bescheuerte Idee. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommen kann. Als Zuchtziel, also wenn ich sozusagen ein Ziel formuliere, von vornherein klar ist, dass das der Gesundheit entgegenwirkt, dann muss ich ja schon fragen, ob die Leute auch ganz bei Trost sind. Vor über 3 Jahren war der VDH-Präsident Peter Friedrich bei Stern TV. Er gab Probleme zu, spielte diese aber auch gleich wieder herunter.
Sie verstehen es völlig richtig, dass ich sage, die allermeisten Rassehunde sind gesund. Das halte ich für Unfug. Also die meisten sind eher bedenklich bis krank. Stolz war der VDH-Präsident schon 2010 auf einen Fitnesstest, der seitdem für Zuchtmöpse gelten sollte. Wir haben beim Mops einen Fitnesstest eingeführt. Möpse, die jetzt zur Zucht zugelassen werden wollen, müssen so einen Test absolvieren, wo sie erst untersucht werden, dann eine definierte Strecke laufen, dann wieder untersucht werden, zeigen sie dann Atemgeräusche oder andere Anomalien, dann können sie zur Zucht nicht verwendet werden. Bei diesem vermeintlichen Belastungstest soll der Mops eine Strecke von 1000 Metern in 10 Minuten schaffen, ohne zusammenzubrechen. Von einem zwei- oder dreijährigen Hund würde ich erwarten können, dass er eben auch 3 Stunden lang mit mir fröhlich durch den Wald tollen kann. Und zwar auch durchaus im Sommer. Und wenn er das nicht kann, weil er körperliche Merkmale aufweist, die das verbieten, dann ist das aus meiner Sicht immer Qualzucht. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich irgendwelche Pseudotests vorschreibe als Zuchtverband, die im Zweifelsfall meine 85-jährige Mutter mit ihrem künstlichen Kniegelenk schaffen würde. Das ist nicht der Status, den ich für einen jungen, gesunden Hund erwarte. Qualzucht gibt es aber auch bei großen Hunderassen. Da erkennt man es oft nur nicht so schnell. Qual ist für mich all das, was ein normales Leben, normales, gesundes Hundeleben stark beeinträchtigt oder überhaupt beeinträchtigt, würde ich immer als Qualzucht einsortieren. Der Neufundländer Bero hat gleich mehrere Erbkrankheiten, die ein normales Hundeleben unmöglich machen. Silvia Schramm hat Bero von einer VDH-Züchterin gekauft für 1.500 Euro. Das ist eine VDH-Züchterin, die schon seit ewigen Zeiten züchtet. Da denkt man eigentlich, die Leute wissen, was zu tun. Als Welpe ging auch noch alles gut, bis Bero 9 Monate alt war. Da musste er bereits zum ersten Mal am Ellenbogen operiert werden. Es folgte eine Herzoperation. Auch der Herzfehler war sehr wahrscheinlich angeboren. Am schlimmsten aber war für Silvia Schramm der Tag, als das 78 Kilo schwere Tier plötzlich einfach umkippte. Auf einmal steht der Bero auf, rennt 2-3 Mal so um den Tisch, ganz untypisch, und ist einfach umgefallen. Die Augen verdreht, gespeichelt, mit den Beinen gerudert, war total verkrampft. Und ja, wir haben da gestanden und gedacht, so, jetzt stirbt der Hund. Ja, so sah es bei Bero auch aus. Erst den Mund aufreißen. Die Diagnose? Bero hatte einen epileptischen Anfall. Auch diese Erkrankung wird weitervererbt. Innerhalb von 48 Stunden folgten 5 weitere Anfälle, ehe man sie mit Tabletten stoppen konnte. Ja, furchtbar. Kommt natürlich sofort wieder, wie der das erste Mal umgefallen ist. Schon seit der Welpenzeit muss Silvia Schramm aufpassen, dass ihr Hund sich nicht übernimmt. Keine Ballspiele, keine Treppen, keine Aufregung und täglich Tabletten. Erst gegen die Schmerzen in den Gelenken, dann gegen den Herzfehler und jetzt auch gegen die Epilepsie. Bero ist zur Nachuntersuchung bei Dr. Unner. Nee, das ist richtig kaputt gezüchtet, kann man sagen. Wenn sich das hier nicht um ein Tier handeln würde, ein lebendes Tier, ein Mitgeschöpf, was natürlich auch Emotionen weckt, sondern um einen Gegenstand handeln würde, würde man ja sagen, ja, tauscht man um, ne? Ist fehlerhaft. Ne? Und zwar ab Werk. Bisherige Tierarztkosten fast 10.000 Euro. Das meiste bezahlte Silvia Schramms Hundekrankenversicherung. Da hat sie Glück. Oft steht im Kleingedruckten, dass die Erstattung bei rassetypischen Krankheiten ausgeschlossen ist. Es gibt ganz viele Versicherungen, die bei erblich bedingten Erkrankungen, wie wir es ja hier auch zumindest in Teilen vor uns haben, von vornherein sagen, sie bezahlen nicht. Also das scheint ja hier anders zu sein bei der Versicherung. Interessant wäre, ob die Versicherung dann nicht den Züchter in Regress nimmt. Aurelia Hofmann musste die Arztkosten für Emma selber bezahlen. Dass sich die Mops-Züchterin weigerte, sich an den Rechnungen zu beteiligen, zieht Hofmann nun vor Gericht. Ich hoffe einfach, dass unsere Emma ein bisschen Gerechtigkeit bekommt und dass die Züchterin einfach gesagt bekommen, dass es keine Art und Weise ist, mit Mensch und Tier so umzugehen.
Zum ersten Verhandlungstag kommen viele Sympathisanten mit ihren Möpsen und deren eigenen Leidensgeschichten. Zu einer Einigung kommt es nicht. Der Anwalt der Züchterin behauptet, seiner Mandantin sei nichts vorzuwerfen. Die hat die Zuchteltern untersuchen lassen, wie es vom Verband vorgeschrieben ist. Beide Eltern sind gesund. Per Zufall findet Aurelia Hofmann kurz nach dem Gerichtstermin heraus, dass die Züchterin Emmas Mutter inzwischen verkauft hat. Zusammen mit ihren beiden anderen Hunden trifft sie sich mit der neuen Mops-Besitzerin. Oh, guck mal, das ist deine Tochter. Luna ist nur knapp 11 Monate älter als ihre Tochter Emma. Innerhalb von 1,5 Jahren brachte sie in 3 Würfen 17 Welpen zur Welt. Mit 2,5 Jahren wurde die angeblich so gesunde Mopshündin dann von der Züchterin aussortiert. Alexandra Weber fiel sofort auf, dass etwas mit dem Hund nicht stimmt. Sie kaufte Luna trotzdem. Aus Mitleid. Ja, ich hatte sie Mitte März geholt und Anfang Mai, als es so ein kleines bisschen wärmer geworden ist von der Temperatur draußen. Und dann hat sie Probleme gehabt mit der Atmung. So hat es dann schon gleich angefangen. Wo sie wirklich fast erstickt wäre, wenn ich sie in die Klinik ganz schnell geschafft hätte. Also sie musste dann sofort intensiv betreut werden. Und dann musste sie operiert werden am Gaumensegel und an der Nase. Und muss aber heute immer noch Cortison nehmen, weil sie kann einfach sonst nicht richtig atmen. Und dann hat man noch festgestellt, dass sie eine Patellaluxation hat. Ihre Kniescheiben springen heraus. Eine weitere OP wird unvermeidlich sein. Die Züchterin hätte nie mit Luna züchten dürfen. Doch so hat die ihre Erbfehler auch an Emma und wohl auch an die Geschwister weitervererbt. Auch ihre extremen Atemprobleme. Und hier ächzt sie auch ein bisschen rum, aber ist soweit ganz fröhlich, die kleine Emma. Wenngleich jetzt offensichtlich geklärt ist, auch die Mutter von Emma war schon schwer krank. Die Züchterin hat Ihnen, Frau Hofmann, ja auch ein Angebot gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ja, sie hat mir ein Angebot gemacht, dass ich in 2-3 Jahren einen Austauschhund haben könnte. Also Sie können Emma umtauschen, wenn Sie mögen? Naja, eher wenn es halt unserer Emma nicht mehr ganz so gut geht. Also wenn sie es nicht packen sollte, dann kriegen sie sozusagen Ersatz. Genau. Naja, aber das ist nichts, was sie wirklich zufrieden stellt, nehme ich ihr im Gesicht. Nee, weil ich muss ja sagen, unsere Emma ist jetzt halt immer noch lebensfroh. Und ich hoffe, dass das so lange wie möglich auch in 2-3 Jahren noch so ist. Und dass sie da viel Spaß in ihrem Leben hat. Und möchte jetzt nicht irgendwie mich um einen neuen Hund kümmern müssen und auch gedanklich nicht beschäftigen müssen. Also wir hätten gerne auch noch mal den Verband fürs deutsche Hundewesen konfrontiert mit dem, was wir da berichten. Aber der Einladung wurde diesmal nicht nachgekommen. Aber wir freuen uns umso mehr, dass eine Fachfrau bei uns ist, nämlich Susanne Becker vom Deutschen Mops Club, der auch im VDH organisiert ist. Sie sind, glaube ich, sogar Vorsitzende des Zuchtkomitees, ist es so? Zuchtausschuss, Mops-Club. Ja. Haben zahlreiche Möpse zu Hause, züchten eben auch selbst. Ja. Sie lieben diese Tiere. Wenn Sie jetzt die Geschichte sehen von Emma. Was? Ganz tragisch, bin ich total erschüttert drüber, muss ich wirklich sagen. Zum einen die Sache, dass die Mutterhündin so oft in der Zucht eingesetzt wurde, dass... Hätte nicht sein dürfen? Nein, natürlich nicht. Bei uns ist das reglementiert nach dem Tierschutzgesetz. Also wir dürfen maximal einen Wurf im Jahr und auch nur 4 Würfe auf Lebenszeit und das nur bis zum 7. Lebensjahr machen. Das ist schon alles sehr reglementiert bei uns. Und auch die andere Sache mit der Patellaluxation und diese Atemproblematik. Und als dieser Hund wäre bei uns niemals in die Zucht gekommen. Heißt das dann auch, und das frage ich Dr. Ralf Unner, Tierarzt und aber auch Tierschützer im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen, das ist so eine tragische Einzelfallgeschichte? Oder steht Emma und stehen auch Bero im Grunde wirklich für ein Massenphänomen? Ja, also Emma, muss man klar sagen, steht für ein Massenphänomen. Es gibt Abstufungen von Schrecklichkeiten beim Mops heutzutage. Es gibt keine gesunden, kann man so generalisiert leider sagen. Es kommt immer darauf an, an wie viel Organsystemen die Tiere krank sind. Also sind die Kniescheiben betroffen, sind Keilwirbel in der Wirbelsäule. Atemnot ist praktisch immer vorhanden. Man muss verstehen, wenn man lebenslang Atemnot hat, hat das Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Ja. Das heißt, es gibt Folgekrankheiten im Bereich Herz. Wir können grundsätzlich sagen, dass alle diese Tiere aufgrund ihrer völlig verfehlten Züchtung natürlich schwere Zahnprobleme im Oberkiefer haben. Ein Hundegebiss ist grundsätzlich schneidend ausgelegt, nicht mahlend, wie beim Pferd oder beim Wiederkäuer. Und wenn man einen so degenerierten Oberkiefer züchtet,
führt es dazu, dass die Zähne völlig fehlstehen, um 90 Grad gedreht sind und Seitenkontakt haben, sodass diese Tiere in der Regel auch dann schon deutlich vor Ende ihres Lebens eben ihre Backenzähne verlieren. Jetzt habe ich noch mal nachgelesen, Frau Becker, was im Tierschutzgesetz steht. Sie haben es ja gerade angesprochen, Paragraph 11b. Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge bei der Nachzucht erblich bedingte Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leid oder Schäden auftreten. Ja. Machen sich Mopszüchter da nicht reihenweise strafbar? Nein. Nein, denn ich habe selber Möpse zu Hause, die sind 13, 14 Jahre alt, die sind gesund. Der Mops hat eine sehr hohe Lebenserwartung. Das ist ein Familienhund, der unbedingt diese Jahre ohne Probleme. Ja, aber wenn ich jetzt den Tiermediziner ernst nehme und höre, ja, dass also viele von den Tieren schwer atmen können, dass denen im Sommer die Kühlung fehlt zum Atmen und die überhitzen. Der Doktor ist Tierarzt, der sieht sehr viele kranke Tiere. Also ich sehe sehr viele gesunde Tiere im Gegensatz dazu. Und ich muss sagen, ich gehe mit meinen Möpsen jeden Tag eine Stunde, anderthalb durch den Wald ohne Probleme. Auch im Sommer gehen die mit mir. Aber dann frage ich es mal so, ganz abgesehen von den Folgeschäden, was macht es denn bitte für einen Sinn, einem Tier die Nase wegzuzüchten? Die haben ja eine Nase, so ist das ja jetzt nicht. Ja, aber die sitzt so inzwischen. Können sie ja gar nicht atmen. Gut, so kann man es natürlich auch sehen, aber das ist so, wird immer nicht befriedigend. Natürlich gibt es sehr viele kranke Möpse, das ist wohl wahr. Bei uns im VDH und im Mopsclub, wir haben ja nur einen ganz kleinen Bruchteil der Mops-Population. Bestimmt fünfmal so viele kommen aus unkontrollierten Zuchten oder aus anderen Vereinen. So ist ja auch die Emma, ist ja auch nicht aus unserem Verein. Ist auch, die Farbe ist keine mops-typische Farbe. Entschuldigung, das ist eine Designerfarbe eigentlich. Farbe, und die beim VDH nicht anerkannt ist. Es ist keine Mopsfarbe. Der Mops trägt genetisch, also dieses gestromte nicht, er ist schwarz oder beige. Aber die Farbe ist doch jetzt nicht das Problem, über das Nein, wir reden das müssen nicht. Bei Emma, oder? Nein, das ist nicht das Problem. Es ist nur die Sache, zu sagen, das ist eigentlich, das ist eine Rasse eingekreuzt worden, die eigentlich nicht nachzuverfolgen ist. Und daran deswegen liegen möglicherweise die Erbfehler? Die Erbfehler, das ist nicht kontrolliert. Hinten dran wissen wir ja gar nicht, wer Großvater ist, wer der Urgroßvater ist, die Urgroßeltern. Und bei uns ist es schon sehr nachzuvollziehen, was auf den Ahnentafeln ist. Diese Hunde mussten alle gewisse Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt in die Zucht zu kommen. Dr. Unner wird unruhig. Ja, ich werde unruhig, weil also einmal ist die Farbe natürlich Kokolores in Bezug auf Tierschutz. Für das Tier spielt die Farbe ja keine Rolle. Das geht völlig am Thema vorbei. Aber um Ihre Frage zu beantworten, warum diese Sachen nicht strafverfolgt werden. Ja. Das hat einen einfachen Grund. Einmal hat die letzte Bundesregierung, die Ministerin, versäumt, den Paragraphen schärfer zu fassen. Das Zweite ist, wie ist die Situation konkret? Die Situation ist, die Leute, die das verfolgen könnten, sind die amtstierärztlichen Kollegen in den Kommunen. Und die haben schlicht nicht die Kapazität, nicht die Zeit und nicht das Fachwissen, für jeden einzelnen Hund dann letztlich ein Gutachten zu machen. Das heißt, was wir brauchen politisch, sind Vorgaben, die da zum Beispiel heißen können, eine Hunderasse oder ein einzelner Hund, bei dem regelmäßig die Schneidezähne des Oberkiefers hinter denen des Unterkiefers stehen, also vor Biss, das ist Qualzucht. So, dann habe ich eine einfache Definition als Amtstierarzt, kann ich sagen, bei dem trifft das zu, bringe ich zur Anzeige. Das ist politisch nicht gewollt gewesen, das muss man verstehen. Die letzte Bundesregierung hat das nicht gewollt und hat es aus diesem Grund versäumt, das ins Gesetz zu schreiben, beziehungsweise die Ausführungsbestimmung, und hat ein schlechtes Gesetz gemacht. Das ist ein politischer Wille gewesen. Wobei ich ja so Gesetze gerne mal ganz naiv lese. Und wenn da steht, es ist schon strafbar, wenn durch die Zucht erblich bedingte Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen, dann frage ich mich, ob das nicht schon der Fall ist. Wir können uns mal ein Bild angucken, Frau Becker, und zwar, wie sich der Mops auch über die Jahrzehnte verändert hat. Ja. Das sieht man nämlich ganz schön an diesem Bild. Links ist so ein Mops heutiger Tage, rechts, das ist von 1927, wenn ich es mir richtig notiert habe, aber so sahen Möpse eigentlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts aus. Da muss man zu sagen, dass diese Zeichnungen oder Stiche, in der Regel war es so, dass damals überhaupt gar nicht so viele Möpse, reinrassige Möpse waren. Also die sahen schon immer so aus mit gedätschter Nase. Nicht ganz so flach, nein, das nicht. Bestimmt vor 100 Jahren nicht, aber es ist so, dass ganz oft zu der Zeit eben andere Rassen mit eingekreuzt wurden, weil man ja gar nicht so viel Möpse hatte, um diese Zucht so zu betreiben. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass Möpse ein Problem haben. Bei uns im VDH, bei uns im Mopsclub, wir sind bestrebt, da wirklich etwas dafür zu tun. Und wir haben da auch schon sehr viel, was der Professor Friedrich eben ansprach, dieser Belastungstest. Das heißt natürlich nicht, dass der
wenn der nicht zusammenbricht, das wäre ja ganz fürchterlich. Nein, also wir, die Möpse, absolvieren diesen Belastungstest und der, das wird... Die Mittagszeit, ne? Wenn man die Ausführungsbestimmungen zum Test liest, steht da klar drin in frühen Morgenstunden oder das, in späten Abendstunden, weil die Tiere das über Mittag nicht aushalten. Nee, also da, nee, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass hier Tierquälerei sozusagen festgelegt wird und dann soll es auch noch testiert werden. Da geht mir wirklich die Galle über, muss ich sagen, dass diese Tiere dann mittags nicht laufen dürfen, weil sie diesen einen Kilometer nicht schaffen. So steht es drin. Das steht so drin und das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Da weiß man direkt, wer diese Texte schreibt und mit welcher Intention. Da muss man klar sagen, der VDH hat mit Tierschutz nichts am Hut. Der VDH hat mit Hundeschutz nichts am Hut. Der VDH ist eine reine Gelddruckmaschine, eine Vermarktungsmaschine, die darauf setzt, maximalen Gewinn aus der Zucht zu ziehen und ist für nichts anderes gut. Und ich finde es bezeichnend, dass Sie jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer holen sollen für einen VDH, der professionell organisiert ist, der hohe Umsätze macht, jedes Jahr in Dortmund in der Show, und der es nicht schafft, aus Termingründen irgendjemand aus seiner Zentrale hierher zu bekommen. Das ist schon bezeichnend. Deswegen. Die Herren haben noch nicht mal den Arsch in der Hose aufgetaucht. Deswegen soll Frau Becker auch im Himmelswillen nicht stellvertretend jetzt für jede missratene Situation im VDH hier nicht herkommt. Ja. Ich bin hier in Vertretung für den Deutschen Mops Club und ich kann nur sagen, wir versuchen wirklich was für die Rasse zu tun und gerne lade ich Sie ein. In Recklinghausen haben wir wieder wunderschönen Belastungstest und Zuchtzulassung und Sie können sich das gerne mal angucken und Sie können auch gucken, unsere Möpse haben sich in den letzten Jahren wirklich verändert. Ich habe das gerade noch mal bemerkt Anfang der Woche, als ich mit unserer Zuchtleitung gesprochen habe, dass wir in den letzten 3 Jahren, wenn Sie auf die Ausstellung gehen, da sind keine 14 Kilo Möpse mehr, die mit unheimlich viel Kragen, Fellkragen und übermäßig Falten rumlaufen. Es soll auch nicht nur um die Möpse gehen. Vielleicht abschließend noch mal einen Blick auf Bero, der ja auch hier ist als Neufundländer und schwer gezeichnet. Operationen im Wert von fast 10.000 oder Behandlungen im Wert von fast 10.000 Euro. Können Sie denn sicher sagen, Dr. Unner, dass jetzt Epilepsie, Herzkrankheiten, also Dinge, die in den besten Familien vorkommen, dass sie zuchtbedingt sind? Sowas kann ja auch in jeden Menschen, jedes Tier ereilen. Ja, das ist richtig. Es geht immer um die Häufung. Es geht immer darum, ob wir in bestimmten Rassen oder in bestimmten Linien eine Häufung sehen. Und es ist natürlich so, dass wir zum Beispiel diese Ellbogendysplasie bei bestimmten Rassen ganz gehäuft antreffen und in bestimmten Familienlinien angetreffen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir da schon davon sprechen, ja, das ist so. Das heißt, wenn unsere Kardiologen die ganzen Tag nichts anderes machen als Herzultraschall machen, immer wieder bei denselben Rassen fündig werden, dann muss man sagen, stopp, da ist ein Problem. Und auch das sei gesagt, ich weiß, dass Frau Becker ja auch im Mops-Club daran arbeitet, nach und nach auch das, was sich fehlentwickelt hat, auch durch die Zucht wieder zurückzuschrauben. Das wird nur vermutlich eben halt dann auch, das liegt in der Natur der Sache, Generationen dauern. Wir haben einmal noch auf der Internetseite auf sterntv.de zusammengestellt, welche Zuchtmerkmale generell für kritisch gehalten werden bei Rassehunden. Wir erklären das dort auch nochmal ausführlich und dort startet jetzt auch gleich ein Chat. Wenn Sie also einen Rassehund mit gesundheitlichen Problemen haben oder auch einfach nur in die Diskussion einsteigen wollen, Dr. Unner ist gleich für Sie im Chat auch noch mal erreichbar auf sterntv.de. Man hat es gemerkt, Tierschutz ist immer ein Thema, bei dem emotional gestritten wird. Und dass Sie dazu bereit waren und das auch mitgemacht haben, dafür bedanke ich mich bei allen, die hier waren. Insbesondere bei Ihnen, Frau Becker, dass Sie das heute so als Aufgabe angenommen haben. Schade, zu kurz. So, und jetzt ist auch Emma Stift.